Es geht weiter bei Let's Play Kingdoms of Amalur Reckoning. Ich bin's, euer MC Muffin. Und wir haben uns hier in das schöne Lager reingeschlichen. Nach Dolph-Arn. Und müssen einmal hier den Stab von Arne holen. Und noch ein Gegenstand. Und es ist richtig schwer hier ranzukommen, denn hier überall ist alles so merkwürdig. Wie soll ich da rankommen? Achso, da bei der anderen Tür hätte ich reingemüssen. Okay. Ja, wir haben den Wachmann ganz cool und leicht überzeugt und gesagt, dass wir unseren Pass einfach verloren haben, als wir die ganze Nacht durchgezecht haben. Und ja, glücklicher sah das uns geglaubt. Dann Talisman von Arne. Gut. Ach, da ist ja noch eine neue Ratte. Ach, da sind sogar zwei neue Ratten. Ich hasse Ratten. Ja, und was auch lustig ist, wir haben auch dafür gesorgt, dass der Herrscher von Kandrin gestorben ist. Von Kandrin. Und deswegen haben wir es da neun an der Macht. Und der hoffentlich schickt uns seine Truppen rund um die Tivoli-Küste, damit die die normalen Leute beschützen. Denn mit Torfern ist nicht zu spielen. Torfer. Nur mit Gebrauchsanweisung benutzen. Okay, jetzt gehen wir hier wieder raus. Und dann heißt es... Wo musst du die Quest abgeben? Ah ja, der stand irgendwo so. Irgendwo merkwürdig. Iskaru Blutjäger riechen Blut. Das klingt verdammte Belagerung. Ja. Eine Belagerung ist irgendwie immer schlechter. Auch wenn du der Belagerer bist, hast du auch immer Verluste. Das heißt, eine Belagerung kann ja nicht schön sein. Okay, dort steht ihr hoffentlich irgendwo. Stehst du hier? Ja, da unten gammelt der rum. Ey, man, der hat sich nicht bewegt. Immer noch nicht bei der Armee. Schäm dich. Schäm dich, schäm dich, schäm dich, mein kleiner Freund. Okay, moin moin. Ihr wart also in Dolph-Arne? Ich hoffe, es war nicht allzu schwierig. Habt ihr meine Waffen gefunden? Der Stab war doch nicht verfault, oder? Das ist er. Dieses alte Stück Holz ist unverwechselbar. Ich fühle mich schon viel mutiger, wenn ich ihn nur in der Hand halte. Und der Talisman? Habt ihr ihn an seinem Platz gefunden? Ah, wunderbar. Ich weiß nicht, vor wie vielen Klingen und Pfeilen er meine Familie bewahrt hat. Ich werde mich sicherer damit fühlen, so viel steht fest. Hier, das ist für eure Mühen. In einer Festung zu leben klingt toll, aber mir ist Rathir mit seinen Festen, seinem Essen und seinen Frauen tausendmal lieber. Besonders wegen Letzteres wahrscheinlich. Möge Lyria über uns beide wachen. Okay, ich hoffe, er kann jetzt kämpfen und vielleicht sehen wir ihn ja irgendwann mal in Cludicon. Ja, nach Mercentia segeln, aber das machen wir nur nicht. Die laute Braut, wo ist das? Oh, das ist ja ein Rad hier. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das. Und ja, ich sag ja, langsam gehen wir hier die Quest aus in Toddler Rain. Und das heißt, wir müssen bald nach die Tür reisen. Einen angenehmen Abend. Und wie wir mal gehört haben, soll die Tür eine wirklich nicht so schöne Gegend sein. Denn alles soll verbrannt, alles soll heiß sein, es soll nur so Wüste sein. Aber ja. Vielleicht finden wir dort irgendwo Famous Hughes wieder. Und der kann uns irgendwas über den Seelenkönig oder der Well of Soul sagen. Studenten der Magie, der Meister der Zauber. Okay, wo geht's lang da? In die Oberstadt. Hoffentlich ist er der Skolar. Ja, die laute Braut ist ja immer noch die Quest. Denn die Patrick Morton, der hat seine Frau einfach wieder auferstehen lassen mit verbotener Magie. Und deswegen mussten wir ihn töten. Und ja, als Dankeschön macht uns jetzt hoffentlich mal hier zum hohen Rang. Die Stadtwache, weiter geht's. Am besten zum Meister. Oh, was ist das? Hä, das hab ich noch nie gesehen. Willkommen. Hä, ich hab mich jetzt noch richtig lang umgeschaut, aber das immer noch nicht gesehen. Was ist das? Das ist die Skolia Arcana. Also das ist hier die Hauptzentrale der Skolia Arcana. Irgendwie merkt man sofort, dass es hier irgendwie magisch zugeht. Allein schon an der coolen Musik. Okay, oh, die trainieren der Feuer. Darf ich mittrainieren? Ich will mittrainieren. Ich zieh dich an. Bäh! Kann ich auch, kann ich auch. Okay, wir reden mal mit dir. Telemas Rasm. Der zögernde Magier ist verloren. Ihr müsst selbstbewusst sein. Ihr müsst angreifen. Ah, ein neuer Schüler. Willkommen. Tretet bitte näher. Wir bereiten gerade eine kleine Feldforschung vor. Die Magie erreicht alle Völker. Wenn wir ihre Begrenzungen und Stärken nicht kennen, stehen uns düstere Zeiten bevor. Uns in Rathir niederzulassen hat einige Vorteile. Die Ebenen sind eine der magischsten Gegenden dieser Lande.
Und wir stehen unter dem besonderen Schutz der Orvokanten, der Herrscher von Rathir, welche die Erforschung der Magie fördern. Ich überwache die Ausbildung der Initianten hier im Kapitel Rathir. Verteidigung hauptsächlich, um sie zu schützen, während sie Forschungen anstellen oder auf Expeditionen sind. Ein Teil der Ausbildung besteht darin, die Initianten ins Zwielichtgesträuch zu schicken. Eine Feinhöhle in Akata. Meine Schüler machen dort unmittelbare Erfahrungen mit Feinmagie. Da fällt mir ein, ist es nicht auch für euch höchste Zeit, etwas Feldforschung zu betreiben? Wollt ihr die Sache untersuchen? Ich versuche, den Initianten einen Einblick in den Umfang und die Formen der Magie zu geben. Dazu gehört auch, die Magie der Feinen mit eigenen Augen zu sehen. Das Zwielichtgesträuch war ein idealer Ort zur Beobachtung von Feinmagie. Aber seit kurzem kommen die Initianten von dort nicht mehr zurück. Etwas hat sie zur Beute auserkoren. Wie gesagt, in Akata. Angesichts der äußeren Umstände und der Anwesenheit von Morgan würde ich sagen, dass eine Banshain-Priesterin erwacht ist. Die Dinger sind gefährlich. Treff den Kopf mit Feuerbällen immer wieder, bis es sich nicht mehr rührt. Nein, nicht eine Banshain. Nein! Erinnert ihr euch noch an Banshain? Das sind kleine, hässliche Scheißdinger, die einmal saumäßig starke Magie haben und normale Banshain ausspucken. Also nicht Banshain, aber diese anderen, die aussehen wie Kobolde, ausspucken. Und die wir dann auch töten müssen. Oh. Hallo. Anscheinend geht Telemachos Rasper. Echt grässlich. Grässlich. Nun, ich hatte gehofft, meine Zeit im Orden damit zu verbringen. Mysterium, ich will nicht mit dir reden. Bleibt stark. Ich wollte hier nur Blumen pflücken. Hey, das gefällt mir, so eine Wiese. Guten Abend. Kann ich ja alles schon wegpflücken. Oh, aber das wird grässig. Oh, das wird echt grässig. Okay, merke ich mir mit Feuerbällen. Aber erstmal gehen wir jetzt hier in die Haupthalle und schau mal, was hier irgendjemand Cooles zu sagen hat. Wer bist du denn? Ach, kein Wichtiger. Oh, dort hinten ist ein Wichtiger. Hallo, Wichtiger. Wichtiger? Seid gegrüßt, Neophyt. Also war ein Nekromant für das Verschwinden der Einwohner von Mel'Aglir verantwortlich. Beunruhigend. Meine Annahmen bezüglich eures Potenzials haben sich als richtig erwiesen. Ihr werdet hiermit in den Rang eines Dozenten. Als Dozent besteht eure erste Aufgabe darin, in den Westen zu gehen, um mit einem Mann namens Anka Edmure zu sprechen. Es hat die Adeptin Fehl gewiss maßlos verärgert, dass ihr für die Rettung ihres Lebens verantwortlich wart. Das freut mich. Ihr sollt euch bei einem Mann namens Anka Edmure melden, einem recht enthusiastischen Gemmenschleifer aus dem Dorf Emaire im Westen. Er schickt häufig Berichte über mystische Vorfälle, die sich meist als übertriebene Schilderungen von Fieberträumen im Rauschzustand entpuppen. Sein letzter Hilferuf allerdings könnte ein Körnchen Wahrheit enthalten. Geht nach Emaire, sprecht mit dem Mann und findet heraus, was er mit dem Satz »Der Scherbensturz ist zum Leben erwacht« meint. Wo habe ich nur meinen Federkiel? Was war das aber für eine Option? Ich habe nicht mit Edmure geredet. Er hat gesagt, ja, rede mit ihm, fertig. Merkwürdig. Okay, gut, dann reisen wir nach Emaire. Da kann man hier per Schnellreise sofort da sein. Was? Boah, was von hier aus nicht? Ach, hier ist doch Himmel. Guten Abend. Ah, dann halt nicht, dann halt nicht. Gut, dann würde ich sagen, laufen wir erstmal da runter. Und dann kommen wir auch irgendwann später mit dem... Hä? Geht's hier lang? Wir haben irgendeine Quest, die wir abgeben können. Ah, ich weiß sogar was. Warte, ist es die Quest? Ja, das ist doch die... Ah, oh nee, ist nur Till-Sammlung. Okay, stört sogar keinen. Gut. Okay, Till-Sammlung, auch gut. Okay, ich habe gerade eine andere Quest, aber da fällt mir auf, die Quest haben wir schon gemacht. Ja, das war das mit dem Gift da. Das haben wir schon ewig lang gemacht. Okay, Scherbensturz, machen wir. Ich bin jetzt ein Dozent. Jetzt kann ich den kleinen Pissern hier labern. Ja, ihr seid alle kacke. Aber davor schaue ich auch nochmal was. Wo ist nämlich die Lernkurve hier? Kann man es importen? Ja, da war ich schon mal. Okay, dann mache ich jetzt die Quest. Ich mache jetzt die deprimierende Quest, mache ich jetzt erst davor.
Das wird richtig schwer, die Quest. Das kann ich jetzt schon sagen. Mannschaftspriesterin töten. Ja, das sind diese schönen Murgeln, ja. Und diese spuckt die sogar aus, dieses hässliche Vieh. Das ist alles Schlimmste an ihr. Sag ja, es wird so asozial schwer, die Quest. Okay. Zack. Aber, ey, wir sind ein Mitglied des Goliakana. Da muss man durch sowas durch. Das Schlimme eigentlich an denen, außer dass sie die ausspuckt, ist noch, dass sie so Magie beherrscht. Also ich sag's jetzt schon mal, ich werde meinen Abrechnungsmodus ganz sicher dafür verwenden. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das ohne den schaffe. Ist sie schon da vorne? Ne, ich schaffe mir eine große Ansammlung von den Mugrins zu sagen. Die Mugrins alleine sind schon ein bisschen nervig, aber es ist echt nur so schlimm. Aber eine Banshian. Erinnert mich... Banshee? Alle bösen Gegner haben ein Banshee im Wort. Banshee ist aus Mass Effect 3. Der schlimmste Gegner im ganzen Spiel. Diese hässlichen Reaper Asari da, die dich mit zwei Schlägen da töten können. Und ihr seht, die Mugrins beherrschen auch alle Magie. Das heißt, ihre Attacken sind noch einiges stärker. Immer sind sie langsam und sie haben eigentlich nur zwei Attacken. Auf einmal diesen Schwinger da. Also da müssen sie das mit der Magie machen und diese Attacke mit dem Drama zu schlagen. Also ich finde Mugrins sind sehr berechtigt. Was mir das natürlich alles etwas leichter macht. Und ich verstehe immer nicht, warum sie widerstehen. Das sehen auch eindeutig aus wie so ein Wasserwesen. Und trotzdem widerstehen sie immer, wenn ich einen Blitz drauf haue. Ich will gar keinen Bock, mich zu erkunden. Ach geil, natürlich sehen sie uns schon. So. So. Okay, einen Moment sollte ich immer down kriegen. Ja, da kommt jetzt Verstärkung. Und zack. Oh, aber eine Banshee-Priesterin, also ich hoffe, das ist einfach nur eine normale Priester, also eine normale Banshee, weil die normalen sind schon schlimm. Um ehrlich zu sein. Zipp mir mal an. Komm, stirb, danke. Ey, wenn du jetzt echt noch lebst. Ey, schau dich mal an, wie viel Leben hat der noch? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Ich würde gerne ein Leben, also eine Prozentzahl wissen. Nein, ich block jetzt. Ach, da block ich halt nicht, leck mich. Ey, der Mugrin ist schon böse. Der Mugrin ist echt böse. Der war echt gemein. Okay, wir machen einen kleinen Cut und im nächsten Part werden wir dann gegen die hässliche Banshee kämpfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.